Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. So, mal schauen, ob wir jetzt da die Unruhestifter beiseite schieben konnten, entfernen konnten und ob wir jetzt endlich mit dem Doppelgänger von Luca Abele quatschen können. Oder ob da noch jemand was dagegen hat, was ich nicht hoffen tue. Was mache ich denn da? Weil, ganz ehrlich gesagt, auch der Roboter, der hier rumkreucht, geht mir auf die Nerven. Klingenkonversion. Aha, das ist was wert. Alles klar. Was haben wir hier? Manipulieren, bitte. Hat das hingehauen? Ich hoffe. Herzog Luca Abele. Herzog Luca Abele. Ja. Der ist also somit ausgeschalten. Ja, die sind auch ausgeschalten. Das ist sehr gut. Somit quatschen wir doch wieder mit dir. Oh, man hört nichts. Was ist das jetzt für ein Bug? Doppelgänger des Herzogs? Ernsthaft jetzt, weil das schon unterbrochen geworden ist, ne? Wie deppert ist denn das jetzt? Jetzt ist die... Ja. Kann man nur überspringen. Ist leider taub. Hilft nichts. So. Schlage Herzog Abele bewusstlos. Gut. Finde den Doppelgänger und sprich mit ihm. Hammer. Ich muss da kurz was stibitzen. Danke. Wenn sie Luca getötet hätten, hätte mich die Garde ganz bestimmt aufgeknüpft. Ja. Darum haben wir das noch nicht gemacht. Jetzt ist wieder der Ton da. Wie schön. lol. Also, wir werden jetzt das mal speichern. Es tut mir sehr leid, dass man jetzt nichts gehört hat. Ja. Das war wahrscheinlich, weil wir mitten im Gespräch angegriffen worden sind. Ja, trotz Laden, das hat irgendwie jetzt nicht hingehauen. Die Wiedergabe zeigt an, dass die Maschine aufwacht. Das sollte eigentlich aus sein. Okay, dann lassen wir das. Ich wollte nur mal schauen. Darum habe ich hier vorher auch gespeichert. Okay, die Maschine ist dann doch nicht, ja, das ist dann doch nicht manipuliert. Achso, das war die Alarmanlage, ne? So ist das. Vielleicht kann man die Maschine auch noch. Dann können wir uns den Valk noch hinholen. Warte mal. Warte. Bitte warten. Müsste normal auch gehen. Maschine schaltet auf Alternativüberbrückung. Sehr gut. Das müsste klappen. Perfekt. Sehr gut. Na, das brauche ich nicht. So. Was? Das schaut komisch aus. So. Was haben wir denn hier noch Tolles? Hier sind doch bestimmt noch ein paar Sachen versteckt. Was haben wir denn da? Das Blut des Hauses Abele. Dieses Kapitel beleuchtet Etitia Abele, die Duchess von Culero. Mit dem Schwert in der Hand fegte sie aufopferungsvoll die Plünderer aus den Marschen und opferte ihr Leben für Serkonus. Lesen Sie über neue Einsichten in die Taten von Rabinos Abele, dem Erbauer der reich verzierten hölzernen Brücke von Saguento. Warte mal kurz, haben wir das schon? Das haben wir schon, ja, okay. Das hatten wir schon. Ui, Münzen. Da ist das was? Nein. Ist hier was? Nein. Hier, Schublade.
Audiograph. Sir, Ihre letzte Antwort hat uns verwirrt. Der Herzog war nun... Ich soll mich erkundigen, wie Sie vorankommen. Ich war mit einem der Mädchen spazieren. Wir haben im Park Käfer gefunden. Mit grünen Panzern. Ich verstehe nicht, Mr. Jindosh. Konnten Sie mit Anton Sokolovs Hilfe die Kosten der mechanischen Soldaten senken? Der Herzog erwartet auf Grundlage Ihrer Schätzung eine Kostensenkung um 80-90%. Ein paar habe ich in ein Glas getan. Ich habe Ihre Beine ausgerissen. Sehr interessant. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie als Großerfinder alles bekommen haben, was Sie wollten. Aber dafür müssen Sie Termine einhalten, Fortschritte vorweisen. Moment! Jetzt weiß ich endlich, wovon Sie die ganze Zeit reden. Ja, ja! Exzellent. Was soll ich dem Herzog also sagen? Ich hatte Besuch, glaube ich. Vielleicht wegen Sokolov. Ich erinnere mich nur schwach. Anton war keine Hilfe. Aber ich war kurz davor. Der Differenzmotor ist in Kupfer eingraviert. Entlang der konkaven Oberfläche des inneren Kopfmechanismus. Moment, ich kann nicht. Das ist weg. Die Käfer von heute. Ich werde ihnen Namen geben. Es ist zwecklos. Was sage ich nur, Herzog Luca? Das waren wir. Schön. Der ist richtig außer Gefecht gesetzt, dieser Vollidiot. Das hat sich gerade so angehört, als ob da jemand herkommen möchte. Wir werden speichern. Auf alle Fälle. Weil wir das gut können. So, ja, und dann werden wir hier rauf marschieren, ne? So, noch ein Stückchen weiter nach oben. So. Und hier drinnen. Herzog Abeles Gemächer. Oh. Gehen Sie. Ich will allein sein und nachdenken. Den haben wir hier drin. Huch. Doppelgänger. Mhm. Okay. Hui. Okay. Da wäre es gleich gut. Oh weia, der kommt her. Was? Es ist nichts passiert. Nix, alles prima. Wer treibt sich da herum? Niemand. So, Domino. Ich will allein sein und nachdenken. Mit unserer Liebe kann's nicht so weit. Darf dann ein Mädel von Bristol so schmusig. Werkzeug, okay. Okay. Was haben wir denn hier noch Tolles? Badesalz. Gibt's hier noch was Tolles? Hier vielleicht? Na, aber da. Petitionsprojekt. Lieber Armando. So. Ihre Idee mit der Petition hat mir gefallen, daher habe ich sie sofort aufgeschrieben. Natürlich hat sich die Palastgarde geweigert, sie anzunehmen. Als Lukas Doppelgänger kommen soll. Was? Als Lukas Doppelgänger kommen also nur sie selbst in Frage, um sie dem Herzog zu unterbreiten. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber sollten wir Erfolg haben können,
könnte die Petition Kanaka grundlegend verändern. Hier ist der Brief. Herzog Luca Abele. Wie Sie wissen, werden die Silberbergwerke jenseits ihrer Kapazitätsgrenze betrieben, was zu einer konstanten Gefahr für die Bergleute führt und den umliegenden Bezirk vollständig kontaminiert hat. Es gibt jedoch eine Lösung, die Sie hoffentlich in Erwägung ziehen und unterstützen werden. Ich arbeite an einer Petition, die wohlhabende Einzelpersonen, die vom Silberhandel profitieren, bittet, einer Steuererhöhung auf Silber um 20% zuzustimmen, um das Leben der Bergleute und ihrer Familien nachhaltig zu verbessern. Die erhöhten Silberpreise würden die Nachfrage senken und damit den herabfallenden Staub im Batista-Bezirk verringern. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie der Erste wären, der meine Petition unterzeichnet. Hoffnungsvoll, Lucia Pastor. Lucia Pastor, so. Shenteri Berghof, Bergbaufamilienkomitee. Jetzt habe ich es. Berghof, genau. Bergbau. Ach, super. Super. So, ein paar Münzis haben wir noch. Das ist auch schön. Die tun alle sehr gern malen, ne? Lauter Künstler. So, ein Spiegelchen. Ah, da geht einer. Boah, ich hoffe, so, dass ich jetzt keinen Mist baue. Gar nicht so übel für den Herzog zu arbeiten, solange man in der Garde ist. Das ist echt gut. Wo ist der Kerl? Ist jemand? Hey, Fall nicht. Aha. Der ist oben, der Herzog. Aha. Okay. Dunwall war für mich immer ein Ort des seltsamen Glücks. Mein Bruder ist dort gestorben. Oh je. Oh je. Das. Das war widerlich. Das waren keine blaukiesigen Hexenfische. Eher Flusskriecher. Der eine ist einfach weg, ne? Was haben wir denn da? Geht sich's aus? Nein, geht sich nicht aus. Ich hasse es. Gibt's ja nicht. Krutze Dirk, wieso dreht er so schnell um? Kann er sich nicht Zeit lassen, der Sackelpicker? Ja. Ist aber auch ein Blödsinn, den auszuschalten, wahrscheinlich, ne? Gesundheit? Für mich immer ein Ort des seltsamen Glücks. Mein Bruder ist dort gestorben. Dort habe ich die Leiden. Was ist, wenn ich den Lift benutze? Hm.
Ah, ich bin schon ganz oben, oder was? Mir geht nicht. Das werden wir doch gleich mal schauen, oder? Entschuldigung, ich bin gerade angestoßen. Ja, jetzt bin ich ganz oben. Und jetzt? Muss ich wohin? Ist das überhaupt richtig? Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, ob das überhaupt richtig ist, was ich da mache. Schaut aber nicht so aus. Delilahs Geist. Aha. Boah, wer hat das gemalt? Das scheint doch richtig gewesen zu sein. Beim ersten Treffen mit meinem inneren Zirkel sah ich nervöse Gesichter. Selbst die Kühnsten hatten Angst und fragten sich, ob wir noch ein Fest erleben würden. Jetzt geht es mit Serkonos bergauf. Aber diese Geschichte begann schon viele Jahre zuvor. Ich kannte Delilah schon als kleiner Junge. Und selbst als sie verloren, tot und fort war, brannte die Erinnerung an sie in mir, bis ich schließlich ihr Flüstern hörte, das aus dem Nichts nach mir rief. Sie erzählte, wie sie im Dunwall Tower aufwuchs und ihre Halbschwester ihr den Thron nahm. Dann sagte sie, es gäbe eine Möglichkeit, sie zurückzuholen. Delilah. Wunderschön. Unsterblich. Ja, die stehen definitiv aufeinander. Gut, wir werden speichern. Ich bin rein zufällig scheinbar doch irgendwie richtig. Aber nur rein zufällig. Und dann werden wir glubschen, ob wir hier weiter dürfen. Sie da! Wer sind Sie? Sie faszinieren mich. Das kann jetzt aber nicht sein. Hat er jetzt gemerkt, dass ich durchs Schlüsselloch lucke? Sie gehören nicht zu Delilah. Sind Sie wegen der neuen Stiefel hier? Sie sollen angepasst werden. Okay. Ich bin dann scheinbar doch nicht ganz richtig. Frage, wo sind wir dann hier? Ah, da sind wir da. Okay. Warte mal kurz. Was zum... Halt! Hoppala. Das ist nie passiert. Nein, niemals. Wo habe ich denn... Au! Okay, au. Was war das jetzt? Warte kurz. Warte mal. Den kriegen wir schon. Ich muss mich nur besser hinstellen, dann kriegen wir den. Ich habe ihn gerade nicht gefangen, weil ich die falsche Taste wieder mal, ja, gedrückt habe und so. Na, ja. Ist ja wieder typisch ich. So. Okay, dann vielleicht, wie gesagt, außen rundherum, aber irgendwie muss es hier fast reingehen, ob man da was kaputt hauen kann. Passt.
Ups. Ist jetzt kaputt? Tatsächlich, er ist tot. Scheiße. Okay. Warte mal. Könnte ich eigentlich das hier nehmen, ne? Oder? Nein? Nehmen wir den hier? Nehmen wir den hier, oder? Scheimdreck. Ha! Okay, da darf man nicht rein. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Wieder mal. Gut. Den muss ich mir anders schnappen. Jawohl, hätte schon gepasst. Ich hätte schon so machen dürfen. Na komm. Na, hoch. Geht ja. Was ist hier passiert? Jetzt hammern. Sehr gut. Passt. Plündern. Sehr gut. Oh, das macht ein schiefes Geräusch. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu dem Kerl rein? Der innere Zirkel ist voll von seinen Schoßhüttchen. Speichellecker. Wenigstens gehöre ich nicht dazu. Ganz genau. Außerdem, nach diesen ganzen Thronkämpfen, braucht der Herzog Männer für die Kontrolle der nördlichen Inseln. Nächstes Jahr könnten Sie das Sagen haben auf Windown oder Fraport. Wo selbst die attraktivsten Haut wie Alabaster haben. Dafür ist der Brandy da. Wartet mal kurz, ich muss mal ganz kurz. So, muss mal kurz hier hinschauen. Bewusstlos schlagen werden wir ihn. Jawohl. Sammle Delilahs Geist. Finde Delilahs Geist. Es ist die Frage, ob ich das zuerst machen muss. Oder ob ich normalerweise wieder schon gehe, ne? Wir speichern dann eh und dann klappt das schon irgendwie. Ja. Ja, ich bin zuversichtlich. Was? Na, ich habe vergessen den Riegel. Ach, Hupf in Gatsch. Echt jetzt? Ist ja nicht zu fassen, oder? Da ist eine Flasche. Echt? Mhm. Ja, warum nicht? Kabelwerkzeug. Nehmen wir auch gern mit. So, ich rufe nochmal runter. Das war scheinbar eh für die Fisch. Muss ich dann einfach hier rauf, ne? Dann wird schon passen. So, die Tür habe ich vergessen zu entriegeln, weil ich schlau bin. Ja gut, dann einfach hier rauf, ne? Wobei da oben wahrscheinlich eine Wache steht. Ach, du Heilige. So. Und weiter geht's. Herzog Luca Abele. So einfach? Das muss der Schlüssel für den Tresor des Herzogs sein. Schön. Und jetzt? So. Historiker Douglas Horvicles, die Herzogin in Grün. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Jo. Gut, das haben wir geöffnet. Was gibt es hier denn noch für tolle Sachen? Da drüben haben wir was. Das schauen wir da. Roher Walknochen. Okay, und von da aus... Was? Dann nochmal schnell schauen, wegen Quest und so. Finde den echten Herzog. Bringe Herzog Abele in seine Gemächer.
Aha. Okay. Dann nehmen wir ihn mit. Der Lila Copperspoon. So. Hoffe ich mal. Ich verstecke mich dann. Und jetzt, eine Errungenschaft. Nieder mit dem Herzog. Mhm. Das war's. Jetzt liegt es an mir. Ich hole mir das Medaillon und rufe sie. Ich werde alle beobachten. Viel Erfolg. Keine Sorge. Ich habe das Arschloch jahrelang imitiert. Hauptmann Almeida, kommen Sie sofort in meine Gemächer. Es gibt ein Problem. Schnell, verstecken Sie sich da oben. Okay. Eure Eminenz, alles in Ordnung? Ja, ja, Hauptmann. Bitte nehmen Sie ihn fest, diesen Clown. Er hat seine Rolle zu ernst genommen. Danke, Hände weg! Er hat mir viele Jahre gut gedient. Wir werden keinen finden, der mir so ähnlich sieht. Bringen Sie ihn weg, Hauptmann, aber behutsam. Ich verstehe, Eure Eminenz. Wir kümmern uns darum. Was? Unerhört! Ich lasse Ihnen lebendig die Haut abziehen und Sie werden in Salz baden. Wenn wir nur was für ihn tun könnten. Ich glaube, die vielen Jahre, die er sich für mich ausgegeben hat, forderten am Ende ihren Tribut. Nein, aufhören! Ich bin der Herzog von Zirkonos. Das können Sie nicht tun! Dr. Hypatia im Aldermeyer wird wissen, was sie machen muss. Boah. Großartig, das lief super. Geile Geschichte. Super. Sauber. Ich bin entzückt. Ich würde sagen, wir speichern das mal. Jetzt fehlt nur noch Delilahs Geist. Wow, dann sind wir hier, glaube ich, auch schon fertig, einigermaßen. Außer ich finde noch die eine oder andere Rune oder Knochenfragment. Mal lupschen. Hi. Ich versuche immer noch alles zu begreifen. Einfach unglaublich. Ja, finde ich auch gerade. Echt unglaublich. Wie, hä? So groß gibt's noch jemanden. Was haben wir da? Nichts Gescheites. Okay. Na, passt. Soweit, so gut. Das hätten wir. Dann müssen wir uns jetzt nur noch um den Geist von Delilah kümmern. Ja, ich würde sagen, wir rennen mal hier auf. Bin ich froh, das hat so geil hingehauen. Wir gehen hier raus. Da dürfte ja mal eh niemand sein. Ich wusste es. Und irgendwo da ist Delilahs Geist. Das bedeutet, ich speichere gleich nochmal, weil ich es kann. Ja. Boah, lief das gut. Ich freue mich gerade. Ich sag's euch, Leute, oft, wirklich oft, ich muss mich kurz umsetzen, so, oft ist das Leben eine größere Last und Bürde, als der Tod es hier sein kann. Beziehungsweise Strafe, ne? So. Hüp. So. Dann bin ich jetzt gespannt, ob ich hier rauf kann. Schaut echt so aus. Aber rein darf ich nicht, ne? Nein. Jetzt kann ich nur klubschen. Oh, da ist ein Roboter. Okay. Aha, hier vielleicht. Mal sehen, was Herzog Abele hier drin alles versteckt hat. Okay, nix gute Idee. Nix gute Idee. Da war ich zu, ja. Zu ungestüm. Was hab ich denn jetzt getroffen, bitte? Ist das wieder diese Sicherheitskacke, ne? Da müssen wir zuerst wohl oder übel, Dingens ausschalten. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass uns dieser depperte Roboter nicht sieht. Na, das geht überhaupt nicht. Der ganze Raum ist gesichert. Aha. Okay.
Das muss ich mir jetzt genauer anschauen. Entschuldigt bitte. Das muss ich mir jetzt genauer anschauen. Diese Vorrichtungen nerven. Wahnsinnigst, muss ich schon sagen. Bam, bam, ba, ba, dam, ba, ba, dam, bam, bam. Ba, 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 bam. Gut. So, wie machen wir das jetzt? Aha, du bist das. Aha. 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 Aha, das reicht auch nicht. Okay. Wie mache ich denn das? Ich werde jetzt ein paar Mal sterben noch, fürchte ich. Das ist aber schon die Verbindung zu dem Schmarrn, oder? Das muss der Tresor des Herzogs sein. Ortung hin. Aktiviere Was? Kampfmodus. Wo kommst denn du jetzt her? Kampf von böse elektrostatische Ladung aus. Zurücktreten. Leistung effektiv. Na, das haut echt ganz hin. Ich hab keine Ahnung. Ja, Gegensprit, ich weiß. Keine Ahnung, wie das jetzt. Ich mag diese Roboter nicht. Dass der den ganzen Raum, dass der überhaupt registriert, dass ich da bin, das ist ärgerlich. Das ist gerade echt ein bisschen ärgerlich. Das muss der Tresor des Herzogs sein. Sobald ich hier bin, ne? Hat hingehauen. Sehr gut. So. Okay. Hat schon mal gut hingehauen. Neue Diagnosestreife. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Ich versteck mich einfach mal. Da unten ist sie. Ihr Geist. Boah, ich glaube, das ist schon wieder speicherungswürdig, ha? Jetzt habe ich das gar nicht mal so schlecht hinbekommen. So. Passt. Hoch, hoppala. In dem Ding hat Ashworth Delilahs Geist aufbewahrt. Du musst mich aus diesem Tongefäß befreien. Nur so kannst du Delilahs Geist einfangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Du warst alles, was ich je wollte. Ich bin so lang wie möglich geblieben, um dich zu leiten. Die Welt ist dank dir eine bessere. Oh, das hat sie aber schön gesagt. Ich werde dich immer ehren. Oh, Emily. Ich liebe dich. Und das ist mein letzter Gedanke, bevor ich vergehe. Alles erledigt. Jetzt kommt Delilahs Geist zurück nach Dunmore. Meiner Halbschwester? Nur ihr Fleisch bleibt noch.
Vielleicht hat Delilahs Geist ihn zusammengehalten. Oh weia. Oh weia. Okay. Der Part wäre auch zu Ende. Ich würde mal sagen, jo. Wir belassen es mal dabei, ne? Wir haben ja recht viel erreicht schon und das ist ja nicht schlecht, ne? Und ja, trotz meinen Fails haben wir jetzt Delilahs Geist in, ja, Mamas Herz. Ja. Die liebe Verwandtschaft. So. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, ich werde diese ganzen Knochenfragmente und so nicht mehr einsammeln, glaube ich. Außer sie fallen mir jetzt zufällig über den... Also sie laufen mir über den Weg oder ich laufe denen über den Weg, so muss ich sagen. Ansonsten mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ja, Anlegestelle, wir dürfen schon wieder abhauen. Ja, wie gesagt, mal schauen. Was wir hier noch erreichen tun. Ansonsten gehen wir ins nächste Kapitel. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!